Hallo, liebe Liebenden. Mein Name ist Brisco Schneider. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt zu Sex TV. Das Privatfernsehen wird 20 Jahre alt und als das Privatfernsehen auf den Sender ging, konnten wir ja alle zum ersten Mal Sex und Erotik im TV sehen. War das eine wilde Zeit? Boah. Es gab Liebe Sünde, wahre Liebe, Tutti Frutti, den Bullen von Tölz, sowas. Ne? Aber es gefielen mir auch die Sendungen, wo man anrufen konnte, wenn man jetzt so Fragen zur Erotik hatte. Die Erika Berger zum Beispiel, die hat immer allen Anrufern, egal wer das war, gesagt, probieren Sie doch mal die Stellung 69. Hey, habe ich natürlich auch ausprobiert. Zuerst alleine. Aber mittlerweile bin ich sogar schon bei Stellung 70. Ja. Ach, am schönsten aber waren die Erotikfilme im TV. Ja, da kamen tolle Sachen wie Schulmädchenreport 1, Schulmädchenreport 2, Schulmädchenreport 3, Schulmädchenreport... Ja! Immer das Gleiche. Naja, aber... Das macht ja nichts, denn wir wollen heute zum Jubiläum des Privatfernsehens mal ein erotisches Quiz machen. Ihr müsst mich nur unter dieser Telefonnummer hier anrufen. Und dann könnt ihr auch so einen tollen Preis gewinnen, nämlich 1000 Euro. Aha. Und diese DVD-Kollektion mit den Filmen Schulmädchenreport 1, Schulmädchenreport 2, Schulmädchenreport 3 und Brisco. So weiter und so fort. Aber wenn ihr eine Webcam habt, dann kann ich euch auch sehen, denn ich habe hier so einen lustigen Laptop. So, das ist jetzt der neueste Schrei. Da kann ich, wenn ihr anruft, euch hier auch sehen. Toll. Hier ist jetzt die Frage. Es geht um Tutti Frutti. Da waren ja die Stripperinnen mit den Kirschen und den Äpfeln und den Bananen auf den Brüsten und haben immer so ein Lied gesungen. Und die Frage lautet, wie heißt dieses Lied? A. Chin Chin. B. Cancan. C. Boutros Boutros. Oder D. Plem Plem. Wollen wir doch mal hören? Hier kommt schon der erste Anrufer. Hallo. Hi. Wie heißt denn du? Ich heiße Brisco. Brisco. Geiler Name. Was hast denn du an? Eine Hose, ein Herr. Warum willst denn du das wissen? Wie, bin ich hier nicht bei Gays aus deiner Umgebung? Nein, ich bin kein Gay aus deiner Umgebung. Ich weiß ja gar nicht, wo der wohnt. Nehmen wir doch mal den nächsten Anrufer. Hallo? 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 Hallo, hier ist Stefan. Hallo, Stefan. Kennst du dich denn aus bei Tutti Frutti? Ja, ich habe ja sogar da mitgemacht. Ja, ah. ja ich war die Kirsche. Damals hieß ich aber dann noch Stefanie. Ja. Ja, aber dann kam meine schlimme Zeit mit den Pornodrehs in Kasachstan. Eigentlich sollten es nur ein paar ästhetische Fotos werden, aber spätestens als ich in diesem ukrainischen Militärbordell aufgewacht bin, da wusste ich, daraus wird wohl nichts. Hm? Ja. Und um aus diesem Bordell zu entkommen,
habe ich mich zum Mann umoperieren lassen. Und jetzt will ich mich wieder zur Frau zurückoperieren lassen. Ja. Aber mir fehlen noch genau 1000 Euro. Also ohne dieses Geld weiß ich nicht, wie ich weiterleben soll. Ja, dann hoffen wir mal, dass du hier die 1000 Euro gewinnst, ne? Und natürlich die Filme von... Hey. Also ich sag jetzt mal die richtige Antwort. Moment, und Stefan, ich höre... ja. Stefan, warte mal. Warst du die Kirsche bei Tutti Frutti? Ja. Ja, oh, dann bist du ein Angehöriger, dann darfst du bei unserem Quiz gar nicht mitmachen. Schade, tut mir leid. Was? Ciao. Mensch, manchmal ist man wie vernagelt, ne? So, wer ist denn der Nächste? Hallo? Hallo? Dann zieh ich dir dein Hemd aus. Oh. Und dann zieh ich dir deine Hose jetzt aus. Jetzt der schon wieder. Hallo, pass und mal dann, auf. Bleib mal dann dran. Ich verbinde dich einfach mit unserem Psychologen. Ja? Gut. Wir haben gar keinen. Nächster Anrufer. Hallo? Wer kommt jetzt? Hallo? Hallo, hier ist Gerd. Hallo Gerd, weißt du denn die Antwort auf unsere Quizfrage? Wie machen jetzt die Frauen aus Tutti Frutti, hä? Chin Chin oder Kang? Aufgepasst, ja? Was? Die Antworten sind alle falsch. Ich kann dir sagen, was die Frauen machen, du. Hä? Was machen denn die Frauen? Die machen Mille, 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 Mille. Ach ja. Aber das stimmt natürlich, ne? Das Mille Mille, das kenne ich ja zum Beispiel aus Schulmädchenreport 1, Schulmädchenreport. Risco. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.